Die Menschen waren unzufrieden. Wir wollten einfach eine andere DDR haben, mit mehr Selbstbestimmung, mehr Rechte auch für uns. Und daraus sind die Montagsdemos entstanden. Meine Familie, mein Mann und ich haben natürlich auch daran teilgenommen. Und unsere Stärke wuchs von Tag zu Tag. Das heißt, auch die Angst war weg und wir gingen gemeinsam auf die Straße. Wir wollten damals eine bessere DDR und haben dann ein geeintes Deutschland gekriegt. An der heutigen Stelle sage ich immer wieder, was Besseres hätte uns nicht passieren können. Aber 40 Jahre in der alten Bundesrepublik zu leben und 40 Jahre in der ehemaligen DDR haben die Menschen geprägt. Und sie denken auch heute noch anders. Auch nach 30 Jahren haben wir natürlich den Standard noch nicht aufgeholt, wie sich manche das gleich ein paar Tage nach der Wende gewünscht hatten. Wenn ich zu DDR-Zeiten weiter meinen Lebensweg gesehen hätte, hätte ich niemals, niemals diesen Weg gehen können. Und ich darf heute das höchste politische Amt in einem Land ausüben, als Präsidentin des Landtages von Sachsen-Anhalt. Und da bin ich stolz drauf. Und deswegen sage ich immer wieder, niemals den Mut verlieren, wirklich sich auch Gedanken machen, wie man das Leben gestalten möchte. Und mit viel Kraft wird man dieses auch schaffen. Und deswegen ist für mich die deutsche Einheit wirklich das Beste, was mir und meiner Familie im Leben passiert ist.